Heute bei den Trading Floor Insights. DAX auf neuen Rekordhöchständen und wie verhalten sich dementsprechend die Werte Bayer und Commerzbank, die bei den Trading Floor Händlern schon im Depot sind, und MicroStrategy mit Top Performance. Dies werden wir jetzt hier alles gleich in der Sendung analysieren. Bleibt dran. Herzlich willkommen und seid gegrüßt zu einem Einblick hier auf den Trading Floor von Heavy Traders. Ich habe hier auf dem Trading Floor sitzen David und Andreas. Hallo ihr beiden. Grüß dich, Boris. Grüß dich, Boris. Direkt mal eine Frage wirklich an euch beide. Der DAX ist auf neuen Rekordhöchständen. Ist das der Startschuss zur Jahresendrallye und was sind die möglichen Gründe dazu? Ja, das kann man durchaus sagen. Es ist auch Rekordhoch Nummer 32 mittlerweile in diesem Jahr. Auch eine spannende Zahl. Also der DAX hat auf jeden Fall ein sehr starkes Momentum. Wir sind ja auch gestern mit einer Kurslücke Richtung Norden gestartet. Das war schon wirklich sehr, sehr stark. Auch heute geht es stark weiter. Ich denke mal, dass auch gerade wenn wir so ein bisschen an die Leerverkäufer denken, ja, die den DAX vielleicht auch short gesehen haben aufgrund des relativ hohen Niveaus, die wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt könnte man meinen, das aktuelle Punkteniveau ist auch relativ hoch. Es gibt sicherlich gewisse Unsicherheitsfaktoren, aber unserer persönlichen Meinung nach oder meiner persönlichen Meinung nach sollte man definitiv eher das positive Szenario spielen. Wir können ja mal ganz kurz in den Chart schauen, damit wir einfach auch mal so festhalten, was ist denn wichtig eben für diese mögliche Jahresendrallye und wohin kann sie sich fortsetzen. Also dieser Sprung über die 19.000 Punkte-Marke und die ist hier so mehr oder minder mit der roten Linie markiert. Das ist zunächst einmal wichtig, dass wir uns definitiv darüber bewegen, um eben dieses weitere positive Momentum aufrecht zu erhalten. Was der DAX sich durchaus erlauben kann, ja, sind einfach Rücksetzer eben in den 19.000-Punkte-Bereich. Dann sollten wir aber schon, ich sag jetzt mal, recht zügig wieder steigende Kurse sehen und wir sind eigentlich auch der guten Überzeugung, dass der DAX ziemlich schnell bei 19.500 Punkten landen kann oder gar eben die 20.000 Punkte Marke ansteuern kann. Das kann sicherlich ein bisschen dauern, aber wie gesagt, das positive Momentum, was man auch ganz klar im Chart sieht, das kann sich durchaus fortsetzen, ja, die nächsten Tage und Wochen. Andreas, jetzt von dir vielleicht noch mal ein paar Gründe dazu, warum der DAX sich dementsprechend entwickelt. Wie siehst du denn das Ganze aktuell? Naja gut, man sieht, die fundamentalen Gründe sind ja ausschlaggebend, und zwar die eher von der Zinsseite. Es geht ja eher bei den Kurszuwächsen ganz wesentlich darum, dass man Liquiditätszuflüsse hat. Ohne Liquidität gibt es natürlich keine Käufer. Und die Liquidität kommt natürlich von den Notenbanken. EZB und Federal Reserve haben die Zinsen gesenkt. Dann haben wir konjunkturellen Rückenwind aus China wohlgemerkt, weil viele größere DAX-Werte natürlich in China aktiv sind, und eine konsumfördernde Politik, die die Chinesen gerade betreiben mit hohen Investitionen auch in die Konsumförderung sozusagen und natürlich auch den Zinssenkungen, die sie selber eben durchgeführt haben. Das alles sind natürlich Faktoren, die den DAX auf jeden Fall nach oben bewegen. Die Domestic-Politik, also die Innenpolitik, spielt hier momentan noch weniger eine Rolle. Würde auch letztendlich bei so einer starken Exportnation wie Deutschland auch nicht so ausschlaggebend sein. Wird natürlich den DAX schon etwas beeinflussen, aber momentan hebt die Flut eben alle Boote. Dann danke ich euch beiden für die Einschätzung zum DAX. Die Mitglieder hier bei Heavy Traders und auch die Plus-Mitglieder haben ja auch täglich, beziehungsweise börsentäglich ab 8.45 Uhr die Chance, euch hier über die Schulter zu schauen im Trading Floor und euch auch, ja, im Marktgeschehen täglich zu begleiten. Von daher ist es immer mal wieder eine gute Chance, mit einzusteigen, um halt als Plus-Mitglied in den ersten 7 Tagen gratis hier euch mal über die Schulter zu schauen. Andreas, wir schauen uns aber jetzt auch mal ein paar Werte an, beziehungsweise einen Wert an, der bei dir mit im Depot ist. Man kennt dich ja sonst nur vom Märkte- und Trends-Team, aber du verwaltest ja auch ein Depot hier auf dem Trading Floor bei Heavy Traders, was vielleicht noch gar nicht so viele halt wissen. Die Commerzbank hat es da aufgenommen. Ist da weiterhin Potenzial nach oben? Gibt es da noch weitere Möglichkeiten zum Einstieg? Ist ja auch in den letzten Tagen sehr stark in den Medien halt gewesen, wegen der Übernahme Gerüchte rund um die UniCredit. Ja, also wir machen das ja hier schon auf dem Floor als Brot- und Buttergeschäft immer, und die Commerzbank haben wir eigentlich schon seit Frühjahr auf dem Monitor, auch mehrere Analysen dazu schon abgegeben.
Auch im letzten Jahr schon dazu Kommentare gegeben, denn die Commerzbank selber, die Vorstandsvorsitzende des CEOs, hat sich insgesamt selber so schon als Verkaufs- oder Übernahmeobjekt dargestellt. Das war nie was Neues. Aber natürlich mit den steigenden Gewinnen, die die Commerzbank durch die hohen Zinsen auf beiden Seiten hat, im Anlagegeschäft als auch im Kreditgeschäft, ist die Bank natürlich mehr ins Plus gerückt, hat ihre Hausaufgaben gemacht, ist jetzt aufgeräumter und hat natürlich damit dann auch die Begehrlichkeiten geweckt. Jetzt sind wir am Ende einer Hochzinsphase angekommen und die Banken haben in diesen 2 Jahren der Hochzinsphase nochmal wesentlich besser verdient. Das heißt also, die Begehrlichkeiten sind jetzt da, den Konsolidierungsprozess innerhalb Europas und natürlich auch überall anders auf der Welt, wo er anziehen könnte, dann entsprechend umzusetzen. Schauen wir mal in den Chart bei der Aktie rein. Ich habe es ja schon gesagt, im Frühjahr, hier kann man das ganz gut sehen, ist die Aktie ein bisschen nach oben gelaufen, ausgehend hier im Frühjahr so von 11 Euro. Es gab eigentlich schon seit Jahresanfang so einen soliden Aufwärtstrend, einen flacheren Aufwärtstrend, den der Aktie gesehen haben, der dann eben im April erstmal mit Übernahmegerüchten sozusagen zum ersten Mal so eine Bewegung Richtung 16 Euro und damit zu einem 12-Jahres-Hoch gemacht hat. Dann gab es erstmal so wieder eine Konsolidierungsphase, eine größere, die auch ein bisschen einherging mit Unsicherheiten hinsichtlich der Zinspolitik, aber auch natürlich möglicher Kreditausfälle, die es bei den Banken geben könnte aufgrund der Zinspolitik. Die ist aber eben wieder abgelöst worden von einer neuen Spekulationswelle, die die Bundesregierung ausgelöst hat, nämlich mit dem Anteilsverkauf an der Börse durch Herrn Lindner. Und da ist dann eben auch die UniCredit, die ihr Interesse schon immer bekundet hat, eingestiegen, hat sich also einen großen Anteil, mittlerweile knapp 20%, in der Aktie gesichert. Und damit ist die Übernahmespekulation nicht nur eine Spekulation, sondern sie ist tatsächlich jetzt auch in realen Zahlen zu fassen. Die Aktie steht aktuell bei 16,33 Euro. Man kann es gut sehen, das ist wiederum natürlich ein 12-Jahres-Hoch in der Aktie selber. Ich habe es hier schon mal so ein bisschen angedeutet, wo es hingehen könnte. Viele Investmenthäuser haben ihre Kursziele auf Grundlage dieser Entwicklung angehoben. Manche auf 17 bis 18, andere sind auch schon auf dem Level, den ich eingetragen habe, 20 Euro. Denn die UniCredit, in welcher Form sie die Commerzbank auch immer übernehmen will, muss natürlich hier auch noch eine Prämie bezahlen. Und die Commerzbank versucht, den Preis auch ein bisschen nach oben zu treiben, indem sie eben von weiter höheren Zielen spricht und von höheren Dividenden. Das ist also einfach nur so ein bisschen Kurstreiberei, die natürlich an der Börse gut ankommt. Und insofern muss sich UniCredit dann natürlich auch ein bisschen beeilen, damit es nicht zu teuer wird. Andreas, du hast die Handelsidee schon umgesetzt. Ich habe ja eben gerade schon mal eingeworfen. Dadurch, dass die Kurse jetzt noch weiter nach oben gehen können, ist diese Handelsidee von dir weiterhin aktiv? Ja, die ist natürlich weiterhin aktiv. Ich habe ja hier auch ein Zertifikat bereits laufen. Das könnt ihr auch sehen. Das ist das Zertifikat hier mit der Kennnummer MJ0N8V. Das ist gerade eingeblendet. Das hat einen etwas höheren Hebel, liegt, wie ihr seht, hier bereits mit rund 15% im Plus. Nur auf der Grundlage dessen, dass ich ja ein bisschen früher eingestiegen bin. Wie man sieht, ist das hier seit Mitte September bei mir eingebucht. Also 17. September, in einer knappen Woche habe ich das drin. Wie gesagt, ich sehe es als noch sehr attraktiv an, hier einzusteigen, weil wir mittelfristig davon ausgehen dürfen, so in den kommenden 4 bis 8 Wochen, dass sich da noch mehr tun wird, aus meiner Sicht bei der Commerzbank. Und ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass die Commerzbank an die UniCredit wohl gehen wird. Super, Andreas, dann danke ich dir. Nun noch zu dir, David. Letztens hattest du in der Sendung hier die Bayer vorgestellt, hast sie auch gehandelt. Wie ist denn dort der aktuelle Stand? Ist ja jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem DAX weiterhin sehr attraktiv, oder? Das ist absolut richtig. Also die Bayer greift auf jeden Fall den Widerstandsbereich an, über den man gesprochen hatte. Ich kann also den Trade, den ich am 20., das war ganz konkret am 20.09. eröffnet habe, mit der Wertpapier-Kennnummer, das ist auch per Zertifikat umgesetzt worden, UH08S9. Das ist auch bereits im Plus, in etwa bei 28%. Das scheint schon relativ viel, aber tatsächlich mit dem heutigen Tag ist die Aktie wirklich sehr nah an einem gewissen Befreiungsschlag und es ging da die ganze Zeit um die 30-Euro-Marke. Der Trade,
Der war recht technisch aufgesetzt. Man darf nicht vergessen, natürlich hatte Bayer sehr stark mit fundamentalen Problemen zu kämpfen. Die ganze Monsanto-Affäre bzw. die Glyphosat-Affäre, die aber mittlerweile auch in den letzten Monaten eben eingepreist war in diesem Kurs. Und tatsächlich war die Bayer so eigentlich der mieseste Wert im DAX, der aber auch eben ganz starkes Erholungspotenzial hat. Wir können uns das auch gerade noch mal kurz im Chart anschauen. Also das Szenario, was ich meine, ist der Ausbruch über die 30-Euro-Marke. Und die haben wir eben heute noch mal ganz konkret angegriffen. Die 200er-Tage-Linie, die hatte er ja auch eigentlich zweimal schon versucht zu überschreiten. Also diese dunkelblaue Linie hier, die ist rein technisch auch vor mehreren Tagen nochmals überschritten worden. Und das hat mir eben auch dieses Signal gesetzt, dass die Bayer jetzt zu einer gewissen Erholungsbewegung ansetzen kann. Wir sind ja bei uns im Team hier sehr stark überzeugt von diesem Trade. Deswegen bin ich nicht der Einzige, der diese Position im Depot hat, was ja auch gut ist. Ja, ich meine, wir haben uns so ein bisschen aufs Fähnchen geschrieben, gemeinsam besser zu handeln. Deswegen ist dieser Austausch wichtig, nicht nur unter uns Händlern, sondern auch eben mit der Community, die Bayer eben auch selber. Und das muss man sagen, ist ja nicht der Start einer neuen Super Rally, ja, bei der Bayer, sondern es ist eine reine Erholungsbewegung, auf die wir spekulieren. Und da sind eben solche Ziele bei 36 Euro bzw. sogar bei 40 Euro durchaus realistisch. Also 10-20% Potenzial in der Aktie selber gibt es da auf jeden Fall. Und diese Handelsidee, die werden wir natürlich auch nochmal hier mit unseren Mitgliedern zum einen mit begleiten, das ist klar. Und wer sich die Frage stellt, okay, ist da nicht schon zu viel passiert, da können wir eigentlich nur sagen, nein, das ist es definitiv noch nicht. Also wenn überhaupt, dann wird dieser Buyer-Trade tatsächlich erst mit Überschreiten der 30-Euro-Marke erst interessant. Dann danke ich dir, David, für die Einschätzung zur Bayer. Nur noch mal zu dir, Andreas. Wer dich auch schon länger hier verfolgt bei Heavy Traders, du bist ja ein absolutes Urgestein, jetzt so über 4 Jahre auch schon hier auf dem Trading Floor. Mit der MicroStrategy hast du dich schon häufiger beschäftigt in den letzten Jahren. Aktuell auch bei dir in deinem hier auf dem Trading Floor verwalteten Depot mit drin, vor ein paar Tagen eingebucht, mit einer wirklich ordentlichen, beachtlichen Performance, die es in den letzten Tagen auch hingelegt hat. Glaubst du, das geht noch weiter? Ist ja wirklich bisher super gelaufen. Und vorhin auch im Vorgespräch zu der jetzigen Sendung hast du auch gesagt, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern wir sind noch relativ weit unten. Genau. Vielen Dank für die Blumen mit dem Urgestein. Ja, genau. Vor 4 Jahren habe ich sie zum ersten Mal gehandelt, die MicroStrategy-Aktie. Damals hatten wir ja auch so eine Art Bitmania, um es mal so auszudrücken. Das war, glaube ich, Oktober, November, wo ich so den ersten Trade da in diese Richtung gemacht habe. Da war sie noch nicht so ganz bekannt und um die Frage gleich zu beantworten, hier im Chart kann man es ja sehen, dass die Aktie sich auf die Hochpunkte dieses Jahres, die wir hier im März bzw. im Juli verzeichnet haben, zubewegt. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir jetzt irgendwann mal hier über diese Marke von 180 Dollar nachhaltig? Wir hatten ja schon auch Kurse deutlich über 180 Dollar gehabt. Die Frage lässt sich eigentlich ziemlich einfach beantworten. MicroStrategy ist ja mittlerweile ein Bitcoin-Wert. Das war es vor 4 Jahren eigentlich nicht. Das war zwar ein Unternehmen und ist auch ein Unternehmen, das sich in der Begleitung von Unternehmen, die sich im Kryptobereich etablieren wollen, auf der Software-Ebene dann auch anbietet und den Unternehmen hier Hilfestellung bietet bzw. eben die Software auch installiert. Aber zum Kryptowert ist es natürlich durch die Zukäufe vor allem im Bitcoin, starken Zukauf im Bitcoin geworden. Das heißt, die Aktie wird als Bitcoin-Wert genommen von den institutionellen Investoren, da der Bitcoin jetzt mittlerweile ein etabliertes Asset ist, wie wir sehen, ist auch davon auszugehen, dass die MicroStrategy-Aktie hier dieses aktuelle Allzeithoch von 200 Dollar rausnimmt. Es gab mal einen Hoch, glaube ich, vor 25 Jahren irgendwann um den Dreh, wo sie bei 3.300 Dollar gelegen hat. Das wäre also splitbereinigt 330 Dollar. Das wird sicherlich auch ein Ziel. Ich rechne damit, dass die Aktie also dieses Allzeithoch da rausnehmen wird, noch in diesem Jahr, weil ich auch damit rechne, dass der Bitcoin jetzt im letzten Quartal anziehen wird und die fundamentalen Gründe, Dollarschwäche, Zinssenkungen, die sind natürlich damit auch immer wieder beschrieben. Das heißt also, die Performance in dem Zertifikat, die aktuell bei 75% liegt, die ist noch nicht am Ende.
Man darf sich das aber natürlich nicht vorstellen als, wie du gerade gesagt hast, Fahnenstange. Da sind wir ja noch weit entfernt von. Eine Fahnenstange, sowas in der Richtung, hatten wir so ähnlicherweise schon mal Anfang Februar gehabt hier mit dieser Kursverdreifachung in der Aktie. Da sind wir natürlich weit entfernt von, dass das schon eine Fahnenstange ist, sondern es ist nur eine Vorbereitung auf einen Ausbruch. Und wenn der kommt, dann wird das natürlich noch viel spannender werden. Wenn wir jetzt nochmal auf deine Position eingehen, also auf das Zertifikat, was du gehandelt hast, was ist denn die konkrete Handelsidee dorthinter gewesen und wie hast du das genau umgesetzt? Also ich habe noch nicht mal vor einer Woche angefangen, hier reinzukaufen. Das sind übrigens Wochenkerzen hier, die ihr seht. Und ich habe bei meiner Beurteilung ist immer auf den längerfristigen Charts, also Monats- und Wochenkerzen. Und hier war eben in der vergangenen Woche zu sehen, dass wir so eine Vorbereitung haben, diese Seitwärtsbewegung wieder nach oben rauszuspielen. Das ist eben übrigens noch eine Seitwärtsbewegung. Und das Zertifikat, was ihr jetzt auch gleich eingeblendet seht, mit der Kennnummer MG8UD0, das ich hier rausgenommen habe mit einem etwas höheren Hebel, hat sich natürlich genau darauf konzentriert, dass diese Bewegung oberhalb hier von $150 ins Rennen kommt. Das ist jetzt auch der Fall. Wir sind also jetzt auf dem Weg hier zu diesen Levels. Ihr seht vorbörslich die Aktie schon bei diesen Dochten hier unterwegs bei $173. Das kann sein, dass sie da auch noch mal ein bisschen abbremsen könnte. Aber mit Blick auf das neue Quartal gehe ich davon aus, dass die Aktie dann vor allem Oktober wahrscheinlich deutlicher nach oben laufen wird. Das heißt also, die Handelsidee ist natürlich noch immer aktiv, vor allem für den zweiten und den dritten Teil. Denn wir haben ja jetzt hier erstmal die Generalprobe für den Ausbruch, wenn man so möchte. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das hier weiter sehr lukrativ ist. Danke dir, Andreas. Und dann bedanke ich mich auch bei euch beiden hier für eure Einblicke. Nicht nur die Einschätzung zum DAX, sondern halt auch die Einschätzung zum Thema Commerzbank und Bayer. Und wünsche euch weiterhin einen guten Handelstag. Danke euch, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen heute. Wir sind weiterhin börsentäglich für euch da von 8.45 Uhr bis um knapp 17 Uhr auf unserer Webseite heavytraders.live und auch über unsere App, die man in jedem App Store findet, heavytraders.live im App Store. Einfach mal eingeben, für euch da. Schaut doch einfach mal rum, registriert euch auf unserer Webseite. Die ersten 7 Tage sind kostenfrei. Dort habt ihr die Möglichkeit, unseren Händlern über die Schulter zu schauen und den Handelstag mit uns zu erleben. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und wünschen euch einen guten Start ins Wochenende.